Dem Österreicher sagt man so im Allgemeinen einen leicht makabren Zug nach. Und tatsächlich scheint die Republik dies derzeit wieder zu bestätigen. Kurz vor Weihnachten überrascht sie den bayerischen Nachbarn mit einer Milliardenklage, wieder einmal wegen unserer liebgewordenen Hypogrup Alpe Adria. Das Land Österreich verklagt die Bayern NB auf 4 Milliarden, weil sie bei der Rücknahme der Bank getäuscht worden sein soll, und die Hypogrup Alpe Adria will Kredite in Höhe von 2,5 Milliarden Euro an die Bayern NB nicht zurückzahlen, weil damals die Darlehensgewährung durch die Bayern kapitalersetzend gewesen sei. Dies ist ein Grund, wenn man selber in der Krise ist, Kredite nicht zurückzahlen zu müssen, keine Frage. Aber Gemach, Gemach. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bayerische Finanzminister, der damals noch Georg Fahrenschon hieß, bei der Rückübertragung der Hypogrup Alpe Adria das Problem des Kapitalersatzes nicht bedacht hat. Ich glaube es deswegen nicht, weil es unsere Fraktion war, weil ich es höchstpersönlich war, der Fahrenschon gesagt hat, er solle genau darauf aufpassen. Wenn er aber bei der Rückübertragung tatsächlich Fehler gemacht haben sollte und Österreich zu Recht die Rückzahlung der Kredite von 2,5 Milliarden Euro verweigert, dann wäre dies ein Skandal, der genauso schwer wiegt wie der unsägliche, unsinnige Kauf der Hypogrup Alpe Adria durch den damaligen Vorstand mit Unterstützung der damaligen Staatsregierung. Das aufzuklären bedarf eines weiteren Untersuchungsausschusses. Die damaligen 3,253. Ende. Mach nach.